Mit viel Schwung und bester Stimmung startete die Wirtschaft auf ihrem Ball im Multiversum in das neue Jahr. Ein gelungener Ball, das kann man jetzt schon sagen. Ja, vor allem von der optischen Gestaltung her wirklich wieder sehr, sehr gelungen. Und ich habe den Eindruck, dass sie die Menschen jetzt schon gut amüsieren. Und das ist auch in Ordnung so, denn der Wirtschaft ist gleich gut gegangen 2012. Und wir werden den Schwung auch ins Jahr 2013 mitnehmen können. Da kann man ruhig ein bisschen entspannen bei einer Ballnacht und sich amüsieren. Wir haben bessere Werte, als der Durchschnitt von Österreich ist. Und das ist dem Fleiß unserer Wirtschaftstreibenden zuzuschreiben. Und dann passt es schon, dass hier heute auch einmal gefeiert wird, getanzt wird. Und vielleicht gibt es auch neue Gespräche und neue Verbindungen. Die Bälle sind die beste Gelegenheit, das neue Jahr mit Schwung anzubrechen. Und ich glaube auch, die Schwäche der Wirtschaft hat auch allen Grund zu feiern. Es sind wirklich fleißige Unternehmer in dieser Region, viele fleißige Arbeiter in ihren Betrieben, die dafür sorgen, dass wir durch Wertschöpfung in unserem Land unseren Wohlstand auch letztendlich erhalten können. Und da darf auch mal gefeiert werden. Das ist immer das Wunderschöne an einem neuen Jahr, mit einem traumhaften Ball beginnen, gleich einmal ein bisschen tanzen, gute Unterhaltung. Da ist auch selbst dann der riesige Schneefall kein derartiges Problem mehr. Ein sehr gelungener Ball und ich denke, dass die Menschen heute eigentlich schon gewartet haben darauf, dass die erste Ballveranstaltung hier in Schwechat, größere Ballveranstaltung stattfindet und man sieht, der Saal ist voll, die Stimmung ist gut und so sollte man auch ins Jahr 2013 starten. Wir als Flughafen Wien freuen uns natürlich sehr, auch heuer wieder bei dieser großartigen Veranstaltung mit dabei zu sein. Der Wirtschaftskammerball ist jedes Jahr eine sehr besondere und sehr interessante Veranstaltung und zeigt sozusagen auch die gute Kooperation der örtlichen Wirtschaftskammer, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Bezirksstelle hier vor allem gemeinsam mit den lokalen Unternehmen, mit der OMV, mit dem Flughafen, mit der Brauerei und mit allen anderen wichtigen Wirtschaftspartnern hier in der Gemeinde und vor allem auch die gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Schwechat. Wir als Flughafen freuen uns daher, jedes Jahr hier mit an Bord zu sein und wir freuen uns auch sozusagen auf den weiteren Verlauf der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich natürlich, dass ich heute hier sein kann als Gast und als zu signalisieren, dass die Sozialpartnerschaft wirklich auch funktioniert. Und ich habe heute ein Highlight schon erleben dürfen, in dem halt gesagt worden ist, der Wirtschaft geht's wieder gut. Das Herz, du als Arbeiterkammerpräsident, besonders im Interesse der Menschen, gerne. Ich selbst spüre das in den Unternehmen bei den Beschäftigten noch nicht so, aber ich denke, wenn solche Jubelmeldungen kommen, wird das eins zu eins dann übertragen und dann werden wir dort eine positivere Stimmung erreichen. Man sieht es heute, es sind doch viele Leute, die sich heute wirklich vergnügen wollen und wir schätzen das sehr. Wir bemühen uns immer, den Ball dementsprechend auszurichten. Wir haben schon gehört heute, der Wirtschaft wird es auch im heurigen Jahr relativ gut gehen. Aber was erwarten Sie sich persönlich vom neuen Jahr? Ja, ich wünsche mir eigentlich auch, dass wir gesund bleiben. Dann geht das andere, kann man sich eh alles richten. Aber Gesundheit ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wünsche ich allen Geschäftsleuten und allen Kunden, dass das so wird für das Jahr 2013. Ich erwarte mir in diesem Jahr, dass trotz aller Hektik und trotz diesem Tempo, dass wir alle gehen in der Wirtschaft, dass wir doch ein Stück Ruhe finden, Zeit haben, dann und wann auch zu entschleunigen. Ich bin davon überzeugt, das braucht der Mensch auch. Er muss arbeiten, er muss auch viel arbeiten, er braucht dazwischen aber auch seine Erholungsphasen. Das wünsche ich mir und das wünsche ich allen Menschen in diesem Land.